Ja, hallo Freunde und willkommen heute mit einem kurzen Video mal wieder. Und zwar geht es heute um Unix, ja, oder Linux. Genauer gesagt um das Paket sudo, ja, das Programm sudo. Das ist ein Programm, welches einem Systemadministrator erlaubt, User bestimmte Root-Privilegien, Root-Rechte, ja, zu gewähren und ja, die dabei verrichtete Aktivitäten zu protokollieren, ja. Genau, da ist doch immer mal wieder die Frage kommt, dass sudo bei mir nicht funktioniert, ja, bei vielen Usern irgendwie, beziehungsweise ja, das Kommando nicht gefunden wird. Ja, will ich euch zeigen, woran das liegen kann. Ja, ich habe jetzt hier, das ist jetzt hier eine Debian-Maschine, wenn ich mich jetzt hier einmal anmelde. Genau. Genau, ich bin jetzt als Root hier angemeldet, ja. Und zwar, was ich damit meine, ist, wenn wir hier irgendeinen Befehl ja, mit sudo ausführen wollen und diese Meldung kommt, Kommando, ich mache das mal vielleicht ein bisschen größer, genau, Kommando nicht gefunden, ja. Dann liegt es auf jeden Fall daran, wir können uns jetzt nochmal mit dpkg, das ist die ja, Paketenverwaltung unter Debian und ja, alle Derivate, die auf Debian basieren und sudo zum Beispiel, ja, mit dpkg, da kann man unter ja, Debian Pakete, Programme ja installieren, deinstallieren und eben sich auch Informationen darüber anzeigen lassen. Und hier ja mit dpkg-l sudo sehen wir, dass kein Paket gefunden, das auf sudo passt. Ja, das bedeutet, dass es nicht installiert ist. Ganz einfach. Ja, irgendwie haben da mehrere Leute das Problem. Das können wir vielleicht erstmal einmal ein Update hier unserer Repositories vielleicht erstmal ein Update raus raufspeisen und dann ja beziehungsweise können wir einmal mit aptitude search sudo kommt übrigens das hieß ursprünglich super user do, ja, das war ursprünglich gedacht, dass User die also Programme ausführen mit Super-User-Rechte. Ja, mittlerweile kann man das aber auch benutzen, um eben mit anderen User-Rechte Programme auszuführen. Genau, das nur so nebenbei. Hier haben wir, hier sehen wir, das Paket ist nicht installiert. Ja, sudo gewertbegrenzte Root-Privilegien für bestimmten Benutzer. Hier gibt es noch sudo ldap. Das brauchen wir jetzt nicht. Was wir brauchen jetzt hier lokal ist einfach nur sudo hier. Ja, das können wir einfach mit apt-get install sudo einfach installieren. Ja, wir sind jetzt als Root angemeldet. Ja, und nachdem das Paket hier heruntergeladen wird und installiert, dann sieht es hier schon anders aus, wenn wir jetzt ein dpkg-l sudo draufschmeißen, dann sehen wir hier, dass es installiert ist, ja. Genau. So, jetzt, wenn wir jetzt ein User hinzufügen wollen, ja, das wurde jetzt, wenn wir jetzt als User angemeldet sind und mit sudo einfach einen Befehl ausführen wollen, das wird natürlich immer noch nicht funktionieren. Wir müssen natürlich dem sudo Files hier anpassen, ne? Und zwar finden wir das hier unter etc, ja, wo die ja alle Linux Konfigurationsfiles sind, etc sudo halt. Genau. Und zwar mit einem ja, Texteditor eurer Wahl hier mit VI oder Nano oder was ihr da nehmt. Das spielt jetzt keine Rolle. Genau. Die Konfigurationsfile jetzt, das sieht jetzt hier so aus, ja.
Und wir sehen jetzt hier User Privilege Specification. Ja, das ist jetzt hier der Rode, hat alle Rechte. Und wenn wir jetzt hier ein User oder ja, unsere User hinzufügen wollen, dann müssen wir hier einfach, ja, User, also hier kommt der Benutzername hier, der Username, ja. Und dann einfach, ja, wir können das jetzt hier einfach mit all einfach kopieren, was da steht. Ich gebe mal jetzt so ein. All gleich all. Klammer zu, all. Ja, und dann, ja, natürlich speichern. Und schon hat der User hier, der Benutzer User, ja, wenn es eins jetzt gäbe, die konnte das benutzen damit, ja, und ja, eben Befehle hier mit Super User Rechte ausführen. Ich komme jetzt hier, ja, wenn wir jetzt uns diese Files noch mal schnell anschauen, ob das jetzt überhaupt übernommen wurde. So, erst. Genau, dann sieht hier so aus. Ja, und jeden Benutzer, der hier eingetragen ist und mit dem hier all, der hat sozusagen oder hat Root-Rechte, ja, und kann dann ohne sich, ja, also kann Befehle als Root ausführen, ohne das Root-Passwort zu kennen. So, ja, genau, das war's auch schon eigentlich alles. Ja, das, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit ja, weiterhelfen. Und ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, wie immer. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.